Ein Orchester auf Entdeckungsreise in Berlin. Die Vergangenheit dieses Ortes wurde erst vor wenigen Jahren wiederentdeckt. Hier stand die Synagoge der jüdischen Reformgemeinde. Sie war 3 Jahre lang einer der Spielorte des jüdischen Kulturbundes. Der Verein, 1933 gegründet, organisierte Theater- und Opernaufführungen, Konzerte, Ausstellungen, Vorträge und Filmvorführungen. Sein Angebot stand unter strenger Aufsicht des Naziregimes und war nur für Jüdinnen und Juden vorgesehen. Die Musik sogenannter deutscher Komponisten durfte nicht gespielt werden. Im Krieg wurde die Synagoge zerstört. Später war hier ein Parkplatz. Heute wurde das Areal neu bebaut. Entdecken Sie mit uns die Geschichte des Jüdischen Kulturbundes in einem Konzert mit den Berliner Symphonikern.